Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Deliver Us Mars. Wir wollen jetzt Medikamente holen. Sarah hat nicht gesagt, was passiert ist, aber Claire war eine ihrer engsten Freundinnen. Das sollst du wissen. Schon gut, Ryan. Sie war immer distanziert. Sie hat manchmal Schwierigkeiten damit. Sie hat Albträume gehabt. Hier zu sein hat Erinnerungen geweckt, mit denen sie lange gekämpft hat. Und kann ich ehrlich zu dir sein? Klar. Sie hat Angst, deinen Vater zu finden. Oh. Wirklich? Ja. Warum ist sie auf dieser Mission? Sie hätte doch auf der Erde bleiben können. Sarah sorgt sich. Sehr. Zu sehr manchmal. Sie daran zu hindern, die Welt retten zu wollen, ist annähernd unmöglich. Verstehe. So, wenn diese Karte da schon mehr so lange läuft, wie das Ding verlassen ist, dann ist klar, dass er seine Arbeitszeit überschreitet. Ja, das Ding hat ihm so aufgeblinkt. Ach, das da. Maya und Yuri werden auch ausgewählt, nicht wahr? Hoffentlich dürfen wir uns die Einheiten auch als erstes aussuchen. Nee. Ja, diese quasi Pyjama-Party, die wir seit Jahren feiern, verliert langsam ihren Reiz. Wann geht das nochmal los? Freitag? Ja, ich glaube, Isaac will eine Rede über das Projekt halten und allen ihre Funktionen erklären. Der Mann ist noch kein Jahr hier und hat schon so viel Fortschritt gebracht. Einfach Wahnsinn. Bist du wegen einem schrägen alten Ingenieur aus? Ich darf ihn doch bewundern. Und als ich noch am MIT war, hatte ich seine ersten Aufsätze eventuell an meiner Wand hängen. Haha, du Trottel. Sollte ich aufschreiben. So, jemand sucht mir jetzt Medikamente. Die haben mich ja mal wieder unterbrochen hier, die beiden. Das ist mal so aus Deliver Us Moon nicht gewöhnt. Aber das liegt halt daran, der war ja da alleine unterwegs. Der war mit niemandem verbunden. Sarah konnte halt die Treppen hier nicht hochsteigen, sonst wäre die mir nämlich mitgekommen. Die hat eine starke Bauchverletzung. Und da ich jetzt nicht weiß, wie stark jetzt irgendwelche Medikamente für mich hier aufleuchten würden, gehe ich ja auch echt in jeden Winkel rein, nicht, dass ich dran vorbeilaufe. Jetzt haben wir natürlich hier eher sowas. Will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber kommst du bald heim, wenn wir diesen Abendessentermin verpassen, kriegen wir keinen neuen mehr. Einsturz bei Herschel, ziemlich übel. Wir haben Munir verloren, Megan ist auf der Intensiv und Pierre haben wir gerade stabilisiert. OP beginnt in 20 Minuten. Oh Mann, tut mir leid, das wusste ich nicht. Hoffentlich ist Munir besser dran. Ich bin so müde. Habibi, das ist doch verständlich. Du machst das schon 15 Stunden. Das ist Rosas 20. Stunde. Sogar Isaac ist hier und hilft, wo er kann. Ich weiß nicht, warum, aber er scheint von der Situation sehr betroffen zu sein. Nach dieser Operation übernimmt die neue Schicht. Gut, wir sehen uns in ein paar Stunden. Ich hole dir das Essen, wenn ich darf. Habibi, haben Pierre verloren, bin auf dem Weg. Sollte ich aufschreiben? Isaac ist ihr Vater. Ja, war da jetzt erwähnt worden. Ich gehe vorher nochmal hier rein, ehe ich da die Treppe noch hochlaufe. Man hat so immer den Eindruck, man kann frei erkunden, aber im Prinzip ist ja doch alles linear vorgegeben. Und sind halt die Türen zu oder was auch immer. Familienbild von Rosa. Ich meine, in ihrem Büro wahrscheinlich. Da haben wir so ein kaputtes Teil, wo man hier die kleinen Hilferchen einsetzen kann. Kann man auch schon verwenden, aber wieder so ein... Sowas hier.
Jetzt ist der ja komplett abgehoben. Müssen wir halt nur noch den da. Und schon hat es funktioniert. Ach. Beim letzten Mal waren es sogar schon 3 oder so. Dass es jetzt am Ende irgendwann 50 sind. Nee, die Entfernung war gut. Nur Problem, ich kann nicht weiter hinter hier mit ihr. Mit der Ayla. Oh, hier ist eine Wand im Weg. Es waren nur 2. Ihr werdet jetzt in eure Zimmer gebracht. Meldet euch bei den Vorgesetzten für die Nachtschicht. Ich habe gehört, du hast Isaac überredet, dir bei dem Projekt zu helfen. Habe ich nicht gesagt, dass es das Projekt nicht geben wird? Die Menschen brauchen Hilfe. Nein, sie brauchen Arbeit. Wenn sie die Nächte hier verbringen und nicht auf der Liste stehen, hält das einfach nur den Fortschritt auf. Und wir müssen diesen Flügel für Schwangerschaften freihalten. Stimmt, die ganzen schwangeren Frauen der Kolonie. Besser, man reserviert ihnen die Betten, anstatt real existierenden Leuten, die wirklich Erholung benötigen. Aber ich habe sie nicht bei der Genesung ertappt, oder? Wobei habe ich die ertappt, Rosa? Opposition? Dieser Ort stürzt ein, William. Die Staubstürme tragen die Wände und Decken ab. Die Mutationen in Odem sprechen für sich. Wir sitzen auf einem Planeten fest, auf dem wir nicht sein sollten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen zur Erde zurück. Diese Härtefälle sind der Preis für Evolution und Fortschritt. Wir werden es überstehen. Nach alledem, was in den letzten Jahren passiert ist, glaubst du wirklich immer noch, dass es uns hier besser geht als auf der Erde? Die Sicherheit wird sich darum kümmern. In einer Stunde ist alles wie immer. Danke für die Hilfe. Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht, Isaac. Du hörst doch auch die Stimmen in den Gängen. Wir haben Jahre hier reingesteckt und es funktioniert nichts. Nicht genug Platz, nicht genug Nahrung, nicht genug Fortschritt. Warum bleibst du einfach stumm? So einfach ist das nicht. Alle hier haben Opfer gebracht, um herzukommen. Du hast deine Familie verlassen. Willst du sie nicht wiedersehen? Isaac, warte. Es tut mir leid, dass... Okay, nochmal will ich mir das Hologramm jetzt nicht ansehen. Da sieht man, dem Isaac war das auf jeden Fall dann doch nicht mehr ganz so recht, dass er seine Familie im Stich gelassen hat, dass er sie zurückgelassen hat. Was konkret mit der Mutter passiert... Ach nee, Quatsch, falsche Taste. Was konkret mit der Mutter passiert, das haben wir noch nicht rausgefunden. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr da gewesen, schon als der Isaac die Familie verlassen hat. Sollte ich für alle Fälle aufschreiben. So, jetzt haben wir wieder so ein Ding. Es ist nur die Frage, mit welchem Punkt muss ich das Ding verbinden? Hier ist ja nichts an. Ich weiß ja, dass du keine andere Wahl hattest, als Leander anzusprechen, aber er hat nichts wirklich Schlimmes getan. Ich mache die Regeln nicht, Alter. Stimmt, aber du musst auch verstehen, dass das kompletter Blödsinn ist. Du bist Codierer und stehst für MacArthur nur Wache, weil du ein großer Kerl bist. Hast mich gerade dick genannt? Nein, du bist nur am Masse kultivieren. Ich wette, die Rationen reichen nicht. Wie soll man bei solchen Mini-Portionen Masse aufbauen? Ich kann dir 2 Monatsrationen besorgen. Einer der Packer soll sie in deiner Lieferung stecken. Lass Lerner gehen und er gehört dir. Und es gehört dir. Daniel, komm schon, Kumpel. Ich weiß, du bist online. Notiere ich. So, die Frage ist halt, womit verbinde ich das jetzt? Da ist ja kein... Ja, vielleicht finden wir das noch. Ryan, ich habe eine ganze Sektion gefunden, die MacArthur in ein Gefängnis umgebaut hat. Oh Gott. Gewalt, Zerstörung, Diebstahl. Sie waren alle zusammen. Warum sollten sie sich das antun? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht fühlten sich manche nicht mehr dazugehörig. Vielleicht. Hier ist ein Stuhl.
und diese Scheibe vor uns erinnert mich so ein bisschen an Hannibal Lecter und es ist die letzte Zelle im Gang. Hä? Geht doch nicht, oder? Nee, das ist die letzte. Ist komplett verbaut. Und da ist so ein... aber wie soll das gehen? Da fehlen mir, wenn dann, solche mobilen Punkte hier, um das da mit dem da zu verbinden. Naja, wir haben es schon mal freigemacht und müssen uns das halt irgendwie merken. Und es geht noch weiter hoch. Wahrscheinlich nur hier auf, wenn ich das andere Rätsel da mit dem Strom gelöst habe, okay? Nee, hier ist die Etage, an der ich vorbeigelaufen bin. Gibt es eine Apotheke? Gut, ich werde versuchen, sie zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber ich kann sie an den Stream anschließen. Gut, tu's. Ja, wir gucken uns mal die ganze Sache hier erstmal an. So, Ada könnte sich da hinten anstöpseln erstmal. Oder auch nicht. Nee, dann muss Ayla erstmal da hinten durch. Wie ging denn hier Licht an? Da haben wir sowas und da so ein Blockadefeld. Hier haben wir eine Tür, die aber halt auch zu ist und mir so noch nichts bringt. Ach, hier ist auch noch ein... jetzt muss sie sich mal ein bisschen dichter daran bewegen, sonst verlieren wir die Verbindung. Die ist hier ein bisschen kürzer, finde ich, als bei Deliver Us the Moon. Da hatte ich den Eindruck, ich kann mit dem Viech sonst wohin fliegen. Da kann ich mich aber anklemmen. Komm mal her, ich habe dir mal die Tür aufgemacht. Menu. Müsste immer auch irgendwann aufgehen, oder nicht? Wird ja nicht sein, dass ich hier dieses Ding... geht irgendwie gerade nicht. Quatsch. Ich verwechsel hier immer die Hockentaste. C ist hier ganz normal. Ella, kannst du mal dich da durchbewegen, bitte? Dankeschön. Ach so, das war nur das, dieser Durchgang hier. Stimmt, ja. Jetzt frage ich mich nur echt, ich das kaputt kriegen soll. Es tut sich ja nichts. Man hat ja sonst immer diese gelben Linien gesehen, die geschnitten wurden. Aber hier habe ich schon mal so ein Ding. Das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, damit können wir schon mal arbeiten. Wenn wir jetzt... Ela, du bist im Weg. Was so machen? Du
vielleicht erstmal hier die Tür aufmachen. Oder dieses Ding zumindest aktivieren. Ayla, geh mal da ran. Ayla, das tut sich nichts. Okay. Da im Lager, da ist er. Denn für... da ist auch zu viel Power hinter, deshalb geht es nicht. Stimmt ja, ich konnte ja 3 Punkte damit verbinden. Das war ja das Coole. Jetzt hole ich das hier. Ich frage mich halt immer noch, warum ich da nicht schneiden kann. Jetzt kann Ayla da auch ran. Ist kein gewöhnlicher ASI-Schalter, stimmt's, Ayla? Wie genau sollen wir dann... Das ist ja praktisch, Ayla. Hast du noch andere Tricks auf Lager? Ich glaube, ich sehe da Medizin. Vielleicht ist da auch Pragabentin dabei? Sehr schön. Perfekt. Das passt ja. Und das Antidepressiva. Sehr viele davon. Seltsam. War das Leben auf dem Mars für Sie nicht ein Traum? Okay, das ist dann wohl alles, was hier zu finden ist. Ich bringe dir jetzt rüber zu Sarah und dann finden wir einen Weg hoch. Ich habe da vielleicht eine Idee. Du willst hochklettern? Könnte der einzige Weg sein, wenn es sonst unpassierbar ist. Du kannst nicht allein hoch. Geht schon, ist kein Ding. Ich kann den Streampunkt bedienen und du solltest lieber Sarah helfen. Ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Dann pass gut auf. Werde ich. Ja, nun müssen wir aber auch irgendwie darüber kommen, ne? Das sieht so aus wie ein Kinderzimmer. Weil jetzt ja hier die Tür auf ist. Und wir müssten nur... Wir brauchen ja jetzt nicht mehr alle Türen. Aber wir brauchen halt den Strom noch. Ach, doof. Nee. Kann ich ein bisschen hierhin ziehen? Allerdings muss ich dann wieder hier ran, um die Verbindung herzustellen. Ayla, du bist im Weg. Das Ding brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Gehe ich jetzt mal hier hin. Naja, das habe ich jetzt aber echt falsch gedacht. Wir brauchen ja ein...
Wir brauchen ja einen Startpunkt. Der ist ja da hinten. Hi, guten Tag. Das ist ja auch schon mal eine schöne Sache. Da fehlt etwas. Vielleicht kann ich den Verteiler von vorhin nutzen. Na, ja, jetzt sind wir eingesperrt. Wie ungünstig. Jetzt habe ich mich eingesperrt. Und, Das habe ich schon befürchtet, ich muss neu starten und jetzt erklärt sich auch, warum wir von der einen Seite nicht schneiden konnten. Es ging ja nicht darum, das Metall durchzuschneiden. Da waren so noch Spangen dran. Ich glaube, sie haben genau an diesen Fall gedacht, dass man sich dann aus Versehen halt ab... Es hat aber immer noch nicht geklappt. Ist wahrscheinlich recht die Power nicht. Ja, du bist immer im Weg. Oder... Es liegt daran, dass hier die Scheibe dazwischen ist. Jetzt ist mich das Ding hier wieder nicht stark genug. Ich weiß auch nicht, warum das jedes Mal denn zu der anderen Seite kommt. Der braucht nur zwei. So viel Power braucht der gar nicht. Und der Boden. Also rein theoretisch. Aber dann ist halt der wieder aus.
stechen wir nur so hin. Muss ich hier wieder die Power drauf lenken, damit es überhaupt funktioniert. Und das geht halt nicht, ne? Na, da ist dann schon die Verbindung weg. Ich glaube aber nicht, dass es an den Glaswänden liegt. Das kann nicht sein, wir hatten es ja schon öfter, dass wir da Glaswände dann dazwischen hatten. Halt, wenn ich das hier zwischenpacke, hört der andere auf. Also das geht nicht. Wir können hier nicht mehrere Punkte aneinander klemmen. Ich stelle das Ding ab. Halt so. Lass das Ding los. Jetzt hat es losgelassen. Jetzt gehe ich nochmal nach oben hier. Ach nee, das war ja zu. Stimmt ja. Uah. Das ging ja nicht nach oben. Kann ich vielleicht nochmal nach unten gehen zu den Zellen? Da hatten wir ja doch auch so ein Stromteil und... dieses Chaos hier. Ich glaube aber, ich kam da gar nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich meine, das hier muss ja auch irgendwo einen Sinn haben. Ja, du stehst immer im Weg. Oder du fliegst im Weg. Oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Ich glaube, so könnten wir verbinden. Ich könnte das sogar noch weiter an die Tür stellen. Jetzt ist sie da drauf, oder was? Ne, Bug. Blöd. Jetzt steht sie auf diesem Ding. Und geht nicht mehr runter. Ich kann sie auch nicht wegbringen. Gut. Dann stehen wir jetzt halt auf diesem Ding. Und ich mache einen Neustart. Wie wir das verbinden, schauen wir uns beim nächsten Mal dann noch weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.